Namaste ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Think India. Wer in diesen Tagen soziale Medien wie TikTok oder Instagram öffnet, wird wahrscheinlich mit einem knurrenden Magen belohnt, wenn ihm der virale Trend des Butterboards begegnet. Bei diesem kulinarischen Spaß geht es um ein Brett, das mit Butter ausgestrichen und anschließend mit ein paar beliebten Toppings bestreut wird. An den Rand des Butterboards werden in Scheiben geschnittenes Ciabatta oder Baguettebrot belegt, mit denen die Butter und die anderen klein geschnittenen Zutaten gut aufgenommen werden können. Ich habe mir überlegt, ob ich den neuen Trend auf Social Media nach indischem Stil teste. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich mir die Zutaten bei einem deutschen Supermarkt besorgen werde. Ich werde ein Street-Style-Chartboard herstellen mit Kichererbsen und Kartoffelbasis, Minzchutney und vieles mehr. Dafür geht es erst in den Supermarkt, um die Zutaten zu kaufen. Also, los geht's! Die Adventszeit könnte so schön und besinnlich sein mit duftenden Plätzchen, geschmückten Tannenzweigen und Weihnachtsmärkten. Für die Weihnachtsfeier bei unseren Freunden möchte ich gerne was Indisches mitnehmen und auch mit dem Trend passen. Chaat ist eine breite Kategorie indischer Streetfood-Snacks, die die perfekte Balance von Aromen und Texturen treffen. Der Einkauf startete mit Limetten, grünen Chilis, also ich habe hier Jalapeno-Chilis genommen. Ich freue mich immer, wenn ich die indische Gewürze im Sortiment sehe. So, weiter geht's mit den Zutaten für das Minzchutney zu finden. Die Hauptzutaten für das Minzchutney sind Koriander und Minze. Indisches Chaat ist scharf, süß, sauer, würzig und salzig. Nicht dazu fehlen sind die Granatapfelkerne. Hallo Leute! Gruß von meinem Sohn an Think India Abonnenten und Zuschauern. Indischer Chaat ist unvollständig ohne süßen Joghurt. So, weiter geht's. Ich nehme hier eine Dose Kichererbsen. Wozu werden die Kichererbsen verwendet, zeige ich euch gleich. So, für das süß-saures Geschmack nehme ich hier Mango-Chutney. Also wir werden das traditionelle Tamarinden-Chutney durch Mango-Chutney ersetzen. Habt ihr schon mal mit den fertigen Currypasten etwas zubereitet? Dann schreibt mir ja bitte gerne in den Kommentaren. Ich habe nie diese Currypasten ausprobiert. Genau, dann brauchen wir noch Papadums. Für die Gewürze nehme ich noch gemahlener Kreuzkümmel und dann geröstete und gesalzene Erdnüsse als Toppings. So, als Belohnung fürs Mithilfe beim Einkaufen bekommt er einen kleinen Nachtisch für sich und die große Schwester. So, ab nach Hause und jetzt werden wir das Chaat-Board zubereiten. So, jetzt werden wir die grüne Chutney zubereiten. Dazu Koriander, Minze, grüner Chili, Ingwer, Limetten, Salz und Kreuzkümmel und Erdnüsse in einen Mixer geben und fein pürieren. Hier bitte aufpassen, Jalapeno Chili ist scharf, also bitte nach eurem Geschmack anpassen. Für indische Chaat-Rezepte sollte grüner Chutney nicht fehlen. So, die Koriander-Minz-Chutney beiseite stellen. Jetzt geht's weiter mit dem Butterersatz. Für unser Chaat-Board nehme ich 4 kleine weich gekochte Kartoffeln. Dazu gebe ich eine Dose Kichererbsen. Kichererbsen aus der Dose nehmen und gut waschen. So, zum Würzen gibt Salz, gemahlener Kreuzkümmel und eine Prise Garam Masala hinzu. Und mit einem Stabmixer zu butteriger Konsistenz pürieren. So, halbierte Limette hineinpressen und die Mischung beiseite stellen. Jetzt werden wir die Papadums zubereiten. Dazu die Papadums auf einer heißen Pfanne von beiden Seiten braten.
mit einem Küchentuch beide Seiten ehemaligen Wänden rösten. Oder die Papadums mit einer Zange ins heiße Öl oder Ghee halten und frittieren. So, für den süßen Joghurt 2 Esslöffel Joghurt in einem Schüssel geben und 2 Teelöffel Puderzucker dazu geben und vermischen. Man kann hier auch pflanzlichen Joghurt verwenden. Jetzt die Kartoffel-Kichererbsen-Mischung 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzen, damit es sich gut verteilen lässt. Jetzt ein Brettchen nehmen, ein Butterpapier oder Backpapier ausschneiden, damit die gleiche Breite aufweist. Damit das Backpapier am Brett haften bleibt, könnt ihr den Rand vorher mit etwas Mischung bestreichen und das Papier auf das Brett kleben. Dann die Kartoffel-Kichererbsen-Mischung auf dem Brett verteilen und die Toppings belegen. Minz-Chutney, Mango-Chutney. Süßen Joghurt, gehackte Zwiebel, gehackten Tomaten, Granatapfelkerne, gehackten Koriander und Erdnüsse. Das war's schon. Unser trendigen und indischer Style Chaatboot ist servierbereit. Die gebratene Papadums in kleine Stückchen schneiden und genießen. So, schnell schnappen, bevor das fertig wird, weil es süchtig macht. So, meine Lieben, probiert doch mal aus und lasst mich unten in den Kommentaren wissen, ob euch dieses Rezept gefallen hat und wie euer Chaatboot geschmeckt hat. Vielen lieben Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Namaste!